Das Gerücht, Efeu sei ein Schmarotzer, das hält sich total hartnäckig. Ob da was dran ist, das schauen wir uns jetzt mal zusammen an. Der Efeu, der ist eine Kletterpflanze, keine Schmarotzerpflanze. Das heißt, er wurzelt im Boden und benutzt den Baum lediglich als Ranggerüst. Dafür hat er auch hier überall diese Kletterwurzeln, Haftwurzeln werden die auch genannt. Der Efeu, der entzieht dem Baum darüber weder Nährstoffe noch Wasser, sondern benutzt ihn wirklich nur als Klettergerüst. Allerdings gibt es auch andere Gerüchte, zum Beispiel, dass der Efeu dafür verantwortlich ist, dass die Bäume erwürgt werden. Da ist zumindest teilweise was dran. Kleine und schwächere Bäume, die können tatsächlich vom Efeu überwuchert werden, wenn der Efeu bis in die Spitzen der Zweige wächst und dafür eine Beschattung sorgt. Allerdings ist der Efeu eigentlich darauf spezialisiert, am Stamm und an den dicken Ästen zu wachsen. Da besteht also normalerweise gar keine Konkurrenz. Versuche haben sogar ergeben, dass der Baum vom Efeu profitieren kann. Auf der einen Seite beschattet der Efeu mit seinen Blättern nämlich den Stamm und schützt den Stamm dadurch davor, Sonnenbrand zu kriegen. Das können nämlich auch Bäume kriegen. Und andererseits sorgt der Efeu für eine Nährstoffversorgung. Wenn das Laub abfällt und zu Boden fällt, dann wird es da zersetzt. Die Nährstoffe kann der Baum dann wieder nutzen. Die Versuche, die haben ergeben, dass Bäume mit Efeu sogar häufig besser wachsen als welche ohne.